Hallo Römer, lieben Freunde. Was geht? Willkommen zurück zu der neuen Folge von Let's Play. Pokémon Mystery Dungeon Portal in die Unendlichkeit. Meine Stimme kackt ab. Holy fuck. Es ist Nacht und wir schlafen. Haben wir vielleicht wieder einen Traum? Oh ja, haben wir. Lul. Oh. Das ist wieder einer dieser Träume. Na, der letzte ist auch schon eine Weile her, ne? Schon wieder diese Stimme. Doki, du... Kannst du mich hören? Doki. Ich verstehe die Stimme viel besser als beim letzten Mal. Nur noch ein bisschen. Ich möchte nur noch ein bisschen länger träumen und die Stimme hören. Nein. Am nächsten Morgen. Guten Morgen, Doki. Du scheinst heute irgendwie neben dir zu stehen. Oh, hattest du wieder einen Traum? Ja, hatte ich. Verstehe. Das letzte Mal ist ja schon ein Weilchen her, nicht wahr? Ja. Diesmal hatte ich die Stimme viel besser hören können. Ach so, die Stimme wird also mit jedem Mal ein wenig deutlicher? Doki, das heißt ja dann, dass sich eure Wellenlängen langsam synchronisieren. Und das wiederum kann nur heißen, schon beim nächsten Mal hörst du die Stimme vielleicht ganz klar und deutlich. Das ist gut möglich. Aber bisher wache ich leider immer auf, bevor ich wirklich etwas verstehen kann. Diesmal hatte ich wirklich das Gefühl, sie beinahe verstehen zu können. Sobald wir wissen, welches Pokémon sich da im Traum, dich da im Traum um Hilfe anruft, eilen wir sofort zu seiner Rettung. Ich komme natürlich mit dir. Ich möchte schließlich wissen, aus welchem Grund du in unsere Welt gebracht wurdest, Doki. Also helfe ich dir. Danke, Teddy. Danke. Du, Doki, kann ich dich was fragen? Seit du vorhin von deinem Traum erzählt hast, habe ich mir Gedanken gemacht. Das ist 2 Sekunden her, okay. Ich weiß zwar nicht, warum du dich in ein Pokémon verwandelt hast, Doki, aber das kann ja eigentlich nur bedeuten, dass du hier eine Aufgabe zu erfüllen hast. Ich denke, deshalb bist du in unsere Welt gekommen. Also musst du herausfinden, was genau deine Aufgabe ist. Und diese auch erfüllen, Doki. Aber sobald du das getan hast, sobald du deine Aufgabe erfüllt hast, dann wirst du wohl in die Welt der Menschen zurückkehren, Doki. Werde ich das? Ich habe mir darüber ehrlich gesagt noch keine Gedanken gemacht. Aber wenn ich hier in der Welt der Pokémon eine Aufgabe habe, dann ergibt es schon Sinn, dass ich nach Hause zurückkehre, sobald diese erfüllt ist. Verstehe. Du weißt es also auch nicht, Doki. Du, Doki. Also wenn du nicht weißt, was mit dir passiert, dann bleib doch einfach für immer hier. Was? Ja, bitte, Doki. Bleib für immer hier, ja? Natürlich. Echt? Hurra! Ja, ich bin ja so froh. Danke, Doki. Teddy hat mich auf einmal so erwartungsvoll angesehen. Da konnte ich nicht einfach Nein sagen. Tja, und trotzdem... Ich muss mich schon fragen, weshalb ich eigentlich hier bin. Falls ich hier wirklich eine Aufgabe zu erfüllen habe, was geschieht dann mit mir, wenn ich sie erfüllt habe? Danke, also dann, Doki. Weiterhin auf gute Zusammenarbeit. Ja, Mann. Das riecht hier gerade ein bisschen angebrannt. Kann von draußen kommen, ich habe mein Fenster halt auf und das ist, ne, aber es ist ein bisschen weird. Aber gut. Gut, wir legen nochmal Sinelbeere ab. Komm, wir brauchen noch 3 Belebersamen. Im schlimmsten Fall, schätzungsweise. Okay, das legen wir alles ab. Nehmen Items mit. Nein, nicht Items mit. Nehmen Geld mit. Nee, ablegen. So. Unser 8000 Poke. Und suchen uns einen neuen Job aus. Vielleicht einen diesmal, der nicht so lange dauert. Zinnobertal. Wäre eine Idee, ne? 350 Poke kann man mal machen. Jammertal auch. Ne, machen wir mal Zinnobertal. Ist nur bis E4. Ist ganz nice. Geht recht fix. Ja. Ja, wir machen uns gleich auf den Weg. Die E12-Ebene, also diese bis E12-Quest vom letzten Mal, die war halt einfach... das war halt horrible lang. Fand ich im Endeffekt dann halt auch echt nicht mehr so gut, dass ich die Quest angenommen habe. Es war halt echt lang und ich hatte nichts zu erzählen in dem Part und so. Es war halt
Naja, ne? Nicht so geil, aber... Was soll's? So. Gucken wir weiter. Hier ist nichts, tatsächlich. Wow. Ich bin ja begeistert. Also wie es aussieht, geht das Spiel noch echt eine gute Zeit weiter. Gut, wenn man so drüber nachdenkt, wenn ich so drüber nachdenke vor allem, hätte es gar nicht enden können, nachdem wir den riesen Gletscher aufgesucht haben, so, direkt, weil, ne, wir hatten ja nichts erfahren, so, von unserer Traumperson, die dazu spricht. Und ich denke mal, das ist halt das, was wir halt lösen müssen. Ich schätze mal, das ist Somnium, was wir am Anfang gesehen haben. Habe ich, glaube ich, auch schon öfter erwähnt, ne? Ich schätze, es ist Somnium. Und wir müssen es retten. Und das wird dann unser... das wird auch der nächste... Oh, Goldbach, nice. Schätzungsweise der nächste Auftrag sein. Oder die nächste... Ja, der nächste Story-Weg, den wir gehen müssen. So, jetzt... jetzt müssen wir hier ein bisschen Quests machen. Damit wir erstmal weiterkommen. Wenn wir jetzt weitermachen... Dann dürfte... Och, komm. Dürfte das mit Somnium der nächste Punkt sein, an dem wir dann Story weitergehen. Habt ihr das... Klang das logisch? Es klang irgendwie komplett nicht nachvollziehbar. Also jetzt der nächste Story-Schritt und auch wahrscheinlich, schätzungsweise, meiner Meinung nach, der letzte Story-Schritt ist jetzt alles rund um Somnium. Und deren Rettung. Das ist dann auch später das Geheimnis. Oh, Linfu, geh einen Schritt nach vorne. Ja, jetzt willst du mich verarschen. Danke. Ja, um die Rettung und so und das Aufklären, warum wir ein Pokémon geworden sind. Ich denke mal, da dürfte es keine krassere Story mehr hintergeben. Außer, dass wir jetzt Somnium halt retten müssen und so. Ach, oh, doch, ist... Ah. Ah, ne, das sind alles... Ah, okay. Oh, macht auf alle jetzt. Oh. Ich will die Poke da gerne halt noch haben. Deswegen gehe ich da gerade oben hin. So. Schöne Walzer-Attacke. Das ist noch nicht ausreicht. What the fuck? Okay. Das hätte ich jetzt gedacht, aber gut. Boah, jetzt hat der Doppelhieb nicht getroffen, dein Ernst. Ich denke mal, ich werde gleich besiegt sein. Nein, okay. Ich werde... Wie sieht's mit Teddy aus? Teddy hat auch nicht mehr 4 KP, shit. Ja, ich werde eine Sinelbeere essen. Mich dann gleich doch wieder einen Schritt nach unten bewegen, weil mir das sonst echt zu brenzlig wird mit Ohr doch auch noch an meiner... ne? Teddy ist besiegt, ja. Zwar zu erwarten. Oh, wir sind besiegt, das war auch zu erwarten. Okay, Ohr doch ist schon mal verwirrt. Das ist sehr gut. Das ist besiegt, sehr schön. Okay, dürfen wir das jetzt haben eigentlich. Ja, definitiv, okay. Oh, war vielleicht ein Fehler, dass ich mir die Poke noch geholt habe und so. Das war, glaube ich, echt, das war dumm. Schätzungsweise. Aber naja, haben wir geschafft. So, mal sehen, ob es jetzt schon wieder gleich einen Fortschritt in der Story gibt. Nein, oh, fuck. Ich habe eigentlich A gedrückt, aber egal. Gut, dass die Treppe gleich hier war. Ja, erstmal richtig hinsetzen wieder. Habe gerade kurz ein Energy aus meiner Verpackung geholt. Den ich jetzt öffnen wollen würde, aber ich muss gleichzeitig gerade B drücken. Weil, ne? Wir wollen das hier... Ein Taubsamen behalten. Toll. Noch keinen neuen Paradiesrang, lul. Moment. Am nächsten Morgen aber kein neuer Traum gewesen, schade. Ja, guten Morgen, Doki.
Auch heute geben wir wieder unser Bestes. Ja, wie doof. Warum hatten wir denn keinen Traum? Bitte geht Story weiter. Bitte irgendwas anderes. Ja, okay, wie es aussieht schon. Mit dem Olga. Oh, ihr kommt, wir gerufen. Was gibt's denn? Wisst ihr noch? Ich habe euch doch von der Lichtkugel, von den Lichtkugeln am Himmel erzählt. Eine davon kann man jetzt in diesem Moment sehen. Echt? Ja, oben auf dem Hügel, vom Hügel raus. Da komme ich gerade her. Ihr sollt euch das nicht entgehen lassen. Alles klar. Gehen wir, Doki. Machen wir. Komm hier, Olga. Du musst auch mit. Was ist das für ein Lichtkugel? Gute Frage. Ich habe keine Ahnung. wir sind wohl nicht die Einzigen, die das Licht sehen wollen. Scheint so. Wo ist denn jetzt dieses Licht? Ah, da ist es ja. Doki, dort drüben ist es. Siehst du die große Lichtkugel? Wo? Wo? Ach, da. Ja. Tatsache. Das ist wirklich eine Lichtkugel am Himmel und sie scheint sehr weit weg zu sein. Aber... Die Kugel scheint sich nicht zu bewegen, sehe ich das richtig? Emolga hat doch gesagt, die Kugeln würden emporsteigen, oder nicht? Und damit hat er auch recht. Die Kugel bewegt sich nach oben. Quack, quack, quack. Allerdings... Was? Wie habe ich den denn nochmal gesprochen? Allerdings sehr langsam. Bock, bock, bock. Und langsam kann man meine... was? So langsam... So langsam, dass man meinen könnte, sie würde sich gar nicht bewegen. Bock, 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 bock. Ach so. Sie ist auf jeden Fall wunderschön. Irgendwie wahnsinnig mysteriös. Ja, sie ist wirklich schön. Bock, bock, aber... Aber was? Ach, es ist nichts. Vielleicht mache ich mir auch nur einfach nur zu viele Gedanken. Bock, bock, bock. Aber ich habe mein ganzes Leben in dieser Stadt verbracht. Bock, bock, bock. Und bis jetzt habe ich noch sowas noch nie gesehen. Kein einziges Mal. Bock, bock, bock. Doch auf einmal sieht man diese Lichtkugeln ständig. Bock, bock, bock. Ich finde das besorgniserregend. Bock, bock, bock. Du bist in Sorge? Naja, wie soll ich es sagen? Mir kommt es wie ein böses Omen vor. Quack, quack, quack. Je mysteriöser und seltsamer die Vorboten, desto schlimmer das, was kommt. Bock, quack. Nicht Bock. Was? Ich habe einfach dieses ungute Gefühl, dass etwas Schlimmes passieren wird. Quack, quack. Vielleicht bin ich auch einfach nur paranoid. Quack, quack. Könnte das wirklich ein böses Omen sein? Man weiß es nicht. Man munkelt, man munkelt. Müssen wir jetzt eine Quest machen oder müssen wir jetzt einfach... Ich weiß es nicht. Wir können, jetzt wo wir schon mal hier in Schatzstadt sind, einmal... Wo ist die Box denn? Wir hatten noch eine Box. Ja, ich hatte doch eine Box abgelegt, oder nicht? Hatte ich eine Box abgelegt? Oder haben wir die doch noch dabei? Wir brauchen auf jeden Fall eine neue Sinelbeere und zwei Belebersamen im besten Fall. Ich hatte doch eine coole Box hatte ich doch abgelegt. Schatzboxen, hier, okay. Oh, ui, ui, ui. Ich hab noch eine ganz schöne Menge. Mitnehmen, bitte nochmal eine Sinelbeere. Und nochmal, nehmen wir mal erstmal einen Belebersamen mit. Geld nehmen. Okay, wir brauchen noch 50 Paradiespunkte, dann sind wir haben wir den nächsten Rang. Das ist schon mal gar nicht mal so schlecht. Kaufen. Er hat ein Belebersamen-Angebot. Ich glaube, wir kaufen uns den auch. Weil momentan haben wir ein bisschen Belebersamen-Mangel. Deswegen ist es ganz gut, wenn wir die haben. So, jetzt haben wir... Ja, wir haben eine Menge Schatzboxen für dich. Ja. Erstmal die schöne Box. So, da drin ist Goldbarren. Du hast ja noch eine Schatzbox. Ja, Mann. Habe ich noch. Ganz viele für dich sogar. Ganz, ganz viele. So, was ist hier drin? Eisen. Schön. Eisen ist nice. Eisen ist nett. Eisen kann man immer gebrauchen. Nächste Schatzbox. Top, Alexi. Ja, ist auch okay. Oh, es ist so warm hier drin, Leute, ne? So warm. Die Sonne hat heute nicht mal wirklich geschienen, ey. So, der coolen Box dürfte vielleicht auch wieder ein Top-Elixier sein? Keine Ahnung. Ob in der Box nochmal... Nee, Versammlungscape, cool. Ob da immer das gleiche drin ist. Ich muss mal einmal mein Rollo hochziehen, Leute.
So. Nicht, dass ich wundert, warum ich nicht weiterklicke. Goldband. Oh. Ist das nicht mehr Gold oder mehr, also mehr Poke oder so? Beim Verlassen eines Dungeons oder sowas? Items. Kann für viel Geld verkauft werden. Das ist natürlich sehr, sehr nice. Was will ich da hinten? Hier hinten will ich nichts. Das machen wir, komm, das machen wir hinten bei Morlord. Wir müssen da eh lang. Können wir das da machen? Ich hasse es ja eigentlich, wenn ich mein Rollo hoch habe, ne? Also, so. Weil dann halt das Licht so in mein Zimmer blendet. Entweder auf meinen Bildschirm oder in mein Gesicht. Ich wollte nicht meine Mitglieder wechseln. Und ich dadurch dann weniger auf dem Bildschirm erkenne. Was halt übel doof ist. Aber naja. So, was hast du denn so? Du hast auch noch einen Belebersamen, den wir uns gerne kaufen, ja. Ja, gucken wir mal weiter. Sonst hast du nichts Cooles, okay. Verkaufen wollen wir gerne. Denn wir haben hier ein Goldband. Das Versammlungsgelb können wir auch noch verkaufen. Und sonst eigentlich nichts mehr. Sonst behalten... Ups. Versammlungsgelb und Goldband. Goldband und Versammlungsgelb, so. Nehmen wir gerne die 1600 Poke. So. Dann jetzt bitte lagern nochmal. Ich hab das doch... Ich hab doch gerade verkauft. What the fuck? Warum? Wenn ich... Oh, ich will nicht kaufen. Oh, es geht immer so langsam. Man will halt A drücken, weil es halt so langsam geht. Und dann verklickt man sich. Dann denkt sich so, A drücken könnte vielleicht helfen. Ja, nein, was? Warum steht da denn nein? Das meine ich. Es geht viel zu langsam. Man guckt gar nicht auf die Sache, weil man denkt, okay, einfach alles klicken. Ja, möchte ich. Mann. Warum ist das denn auf Nein gekappt? Nicht auf Ja. Na gut, man könnte sich verklicken. Ja, schön, aber... Trotzdem. Irgendwie. Weiß ich nicht. So, jetzt habe ich drei Beleber so im Inventar. Das dürfte reichen, definitiv. Ablegen alles... Und noch eine neue Quest annehmen. So. Oh, 400, aber bis sie... Ja, nee, bis E12 habe ich keinen Bock. Den Weg zu gehen. Machen wir hier bis E6. Würde ich sagen, oder? Machen wir einfach nur eine kurze Quest. Wir brauchen die Poke ja nicht unbedingt. Wir bräuchten die Punkte vielleicht, ne? Komm, machen wir mal. Gucken wir mal, wo es fix geht. Hier Farbenwald E4 zum Beispiel ist ganz nice. Oder hier oben Jammertal E4. Das wäre eine Sache, ne? Nehmen wir mal Jammertal E4. Und brechen da gleich auf. So. Jo, ne? Machen wir. Oh, hier ist gleich die Treppe, sehe ich. Auf der Karte. Sehr nice. Okay. Oh, schöner Damage. Schöner Damage, Teddy. Sehr nice. Ich finde dieses Jammertal vom Dungeon-Design her so schön, ne? Das ist schön. So mit dem Abgrund und so und dem Nebel unten noch. Das ist richtig gut. Das ist richtig, richtig gut. Meiner Meinung nach. Blöde Fallen. So, wir haben Schlitzerball auf 4. Oh, schon besiegt. Ich könnte auch mal kurz Gewissheit auf Level 4 machen, ne? Weil fehlt ja, wie es aussieht, nur noch ein paar Mal angreifen. Obwohl, nach Tara könnt ihr zwischendurch auch mal machen. Ruckzucki müsste eigentlich auch schon echt ein gutes Level erreicht haben, ne? Im Prinzip. Weil Ruckzucki ja sehr, sehr häufig davon eingesetzt wird. Von nach Tara. Okay. Ich mag das Versammlungscape. Schon nice. Finde ich sehr, sehr praktisch tatsächlich. Zack.
Tschüss. Besiegt. Schöner Damage, Teddy. Walzer ist halt, wie gesagt, echt eine schöne Attacke, ne? Oh, da ist ein Item gespawnt. Okay, Flea-Orb. Ja gut. Oh, Treppe. Nice. Und wir sind in E4. Und hier... Es ist diesmal aber kein Gegner, aber das Pokémon ist da oben gleich. Habe ich gerade eben gesehen. Ja, hier ist Pichu. Nein, da ist Pichu. Pichu, hallo. Nice. Danke für die Rettung. Kein Ding. Immer gerne. Ja. Danke für eure Hilfe. Ja, kein Ding. Hier ist euer Lohn. 250 Poke. Schimmermetall. Ja, diese Sachen baue ich alle gar nicht, ne, Leute. Es tut mir leid. Und wir dürften im Rang aufgestiegen sein. Yes. Platin-Rang. Alter. Wir erhalten eine Belohnung. Heilsamfeld. Grimmsamfeld. Raritäten. Unlicht-Dojo, Psycho-Dojo, Levelsam, Eisen, Zink, Elektro-Geschenk, 10 Goldbarren. Schön. Ja, komm, wir speichern. Und ich würde sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein!